10 vor 10. Heute mit Stefan Klapproth. Guten Abend. Absage an die Uni Zürich. Der Herzchirurg Thierry Karel bleibt nun doch in Bern. Der Grund, er könnte in Zürich keine Herzen mehr transplantieren. Stellenabbau und Chefwechsel bei Unaxis. Der einstige Oerlikon-Bürle-Konzern wird erneut umstrukturiert. Und das Phonak-Team trennt sich von Dopingsünder Hamilton. Eine Lizenz für die Pro-Tour gibt's trotzdem nicht. Die Koryphäe hat abgesagt. Thierry Karel, Berner Herzspezialist von Renommee, komme nach Zürich, hatte man erfahren. Zürich werde keine Herztransplantation mehr durchführen, hatte man seit längerem auch vernommen. Und irgendwie fragten sich manche, warum wechselt ein führender Transplantationschirurg in eine Stadt, wo er seine Kunst dann gar nicht mehr ausüben kann? Hintergründe von Michael Pericone. Eiligst einberufene Pressekonferenz heute Abend. Neben der Universitätsleitung bestätigt die Zürcher Gesundheitsdirektorin Verena Diener, der Herzspezialist Thierry Karel aus Bern kommt nicht nach Zürich. Mit leichtem Erstaunen habe ich am 15:45 zur Kenntnis genommen, dass der Herr Karel seine Meinung einmal mehr geändert hat. Thierry Karel, Klinikdirektor Herz- und Gefäßchirurgie in Bern. Um ihn dreht sich die Auseinandersetzung zwischen Bern und Zürich. Mit 14 Herztransplantationen im vergangenen Jahr ist Karel der renommierteste Spezialist auf dem Gebiet. Karel wollte im nächsten Sommer von Bern nach Zürich wechseln. Obwohl seit über einem Jahr bekannt ist, in Zürich soll es künftig keine Herztransplantationen mehr geben. Das ist abgemacht und geschrieben. Also wir haben einen klaren Vertrag, wo die 5 Gesundheitsdirektoren, die eine Universität auch haben in ihrem Kanton, das unterzeichnet haben. Wir haben auch die Gruppe de Gains, also die Leute, die das Angebot Koordination vorgenommen haben, die Listen erstellt haben, was zu koordinieren ist. Und dort hat auch Zürich gesagt, wir verzichten in Zukunft auf die Herztransplantation. Bereits im September 2003 entschied die Expertengruppe Gruppe de Gains über den Standort der Herztransplantation. Nur Basel, Bern und Lausanne dürfen weiterhin Transplantationen durchführen, nicht Zürich. Thierry Karel sagte heute gegenüber 10 vor 10, Zürich hoffte wohl, den Beschluss der Gesundheitsdirektoren mit seiner Wahl umgehen zu können. Ich denke, dass Zürich natürlich sehr viel Hoffnung in mich gesteckt hat. Vielleicht sogar bereit gewesen wäre, sich über gewisse interkantonalen Abkommen bis zu einem gewissen Grad sich rauszulehnen. Und ich muss davon ausgehen, dass der Ton auch in der Gesundheitsdirektorenkonferenz zu Ungunsten von Zürich gewechselt hat. Samuel Bend ist einer der 5 Gesundheitsdirektoren der Universitätskantone, die in einer Erklärung vor einem Jahr den Transplantationsentscheid gegen Zürich bestätigen. Bend hegt einen Verdacht gegen die Zürcher. Meine Vermutung hat sich bestätigt. Die Universität Zürich hat dem Herrn Karel Zusicherungen gemacht, dass er auch in Zürich wird können Herz transplantieren können. Und zwar entgegen einer Abmachung unter den Universitätskantonen, die nämlich gesagt haben, wir wollen die Spitzenmedizin konzentrieren. Alle verzichten auf etwas, unter anderem die Universität Zürich verzichtet auf Herztransplantationen. Da stellt die Zürcher Universitätsleitung in Abrede. Eine Zusage an Karel, in Zürich weiter transplantieren zu können, habe es nicht gegeben. Wir haben ihm kein Angebot gemacht in Bezug auf Herztransplantationen. Wir haben ihm klar gesagt, dass das ein nicht verhandelbarer Punkt ist und dass der Entscheid über die Vereinbarung nicht in allernächster Zeit, aber im Laufe der nächsten 1 bis 2 Jahre getroffen wird. Und zwar in dem Sinn, dass Zürich verzichten wird auf die Herztransplantation. Ich möchte natürlich nicht auf alle Details der Verhandlung zurückgreifen. Ich musste davon ausgehen, dass eine Bereitschaft, mich in diesen Bestrebungen zu unterstützen, sowohl von der Gesundheitsdirektion wie auch von der Universitätsleitung vorhanden war. Wohlwissend, dass die Rahmenbedingungen auf politischer Art etwas unklar sind. Für Zürich wäre die Berufung Karels wichtig gewesen. Kurz vor der Pensionierung des bisherigen Klinikleiters Marco Tirina starb eine Patientin nach einer Herztransplantation, 10 vor 10 berichtete. Karel hätte Zürichs Ruf wieder zurechtbiegen können. Jetzt muss die Universität von Neuem mit der Suche beginnen. Ich denke, es wird uns gelingen, auch über die anderen zu holen. Ich denke, man darf das jetzt wirklich. Ich muss also ehrlich sagen, ich habe auch ein bisschen Schwierigkeiten, wenn jemand dermassen also
dreimal absagt und dann zweimal zusagt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, irgendetwas stimmt da dann auch nicht mehr ganz. Die Universität Zürich muss im Rahmen der Konzentration in der Spitzenmedizin auf die Herztransplantation verzichten. Die anderen Universitätsspitäler auf andere Eingriffe. Damit haben sich die Gesundheitsdirektoren gegenüber den Universitäten durchgesetzt. Ich glaube, man muss jetzt zur Kenntnis nehmen nach dem Fall, dass klar ist, dass die Gesundheitsdirektorenkonferenz die Koordination von der Spitzenmedizin wird vornehmen. Und ich warne eigentlich vor weiteren solchen Ereignissen, weil ganz, also der nächste Schritt jetzt ja von uns aus ist, dass das Abkommen soll in den Kantonen ratifiziert werden und nachher eben die Gesundheitsdirektorenkonferenz mitbestimmt, was passieren hat. Bereits morgen präsentiert Dürr den Fahrplan für das weitere Vorgehen. Ab Sommer 2006 soll das Abkommen zwischen den Kantonen in Kraft treten. Herzen wurden nie transplantiert, aber Lungen gepflegt zuhauf in den Davoser Höhenkliniken, die Thomas Mann einst in die Weltliteratur geschrieben hatte mit seinem Roman Der Zauberberg. Zu Dutzenden florierten sie noch in den 50er Jahren. Jetzt wird die Luft immer dünner für diese Kurhäuser. Zwei weitere deutsche Kliniken hatten heute in Davos den letzten. Davos verlor in den letzten Monaten wegen solchen Klinikschließungen gegen 300 Arbeitsplätze. Wegen der Gesundheitsreformen in Deutschland und auch in der Schweiz werden immer weniger Patienten solche Höhenkuren verschrieben. Und die Gäste, die deswegen noch nach Davos kamen, waren heute ob dem Kliniksterben ziemlich perplex. Eva Kaflisch. Noch am Donnerstag kamen Patienten zur Kur ins Alexanderhaus. Erst am Freitag erfuhren sie von der heutigen Schließung. Die 100-jährige Klinik ist Konkurs. Man hat sich wahnsinnig wohl und geborgen gefühlt und quasi wird jetzt einfach so rausgeschmissen. Das Personal ist deprimiert und überträgt sich natürlich auch auf die Patienten, das ist klar. Ich zumindest hatte das Gefühl, wir wurden hier allein gelassen und wir Patienten haben jeder hat den anderen so ein bisschen mitgeholfen und informiert. Das Personal räumt und ordnet fürs Konkursamt die Klinikabseligkeiten. Für die 100 Beschäftigten besteht kein Sozialplan und ab morgen sind sie arbeitslos, wie bereits viele Dutzend aus anderen Davoser Kliniken. Es ist total unfair, oder? So wie man einen behandelt hat. Von allen Kliniken im Davos, die jetzt bald zugehen, sind wir am schlechtesten dran. Am Ende des Monats hat man nicht einmal Geld, um Steuern zu zahlen. Davos hat dem Schwund der Kurpatientenzahlen jahrelang tatenlos zugesehen. Jetzt hat die Stadt ein Problem. Der traditionelle Klinikstandort muss sich neu orientieren. Also eins dürfen wir sagen, Davos als Ort ist nicht krank. Der Gesundheitsort wird nach wie vor eine wichtige Rolle spielen. Was krank ist, ist in Davos, dass wir die Höhenkliniken jetzt zugehen müssen. Und das ist unser Problem. Auszug der Köche. Im Alexanderhaus bleibt der Herd ab jetzt kalt. Ebenfalls seit heute ist die bundesdeutsche Kriegsopferklinik Valbella zu. Und Anfang 2005 macht die Thurgauer Schaffhauser Höhenklinik dicht. Schlechte Aussichten für arbeitsloses Klinikpersonal. Der Ständerat hat mit der Beratung der Bilateralen begonnen und die ersten 5 Dossiers einstimmig gut geheißen. Bei den umstrittenen Abkommen Zinsbesteuerung und Schengen blieb der Rat in der Diskussion stecken. Scharfe Kritik am Asylabkommen Schengen-Dublin gab es vor allem von der CVP. Gemäß Philipp Stehlin gerate die Schweiz damit unter Druck, künftiges Recht der EU zu übernehmen. Auch die SVP ist skeptisch. Sie will die Vorlage an die Kommission zurückweisen, um sie besser vorzubereiten. Die SVP hat bereits das Referendum gegen Schengen beschlossen. Die Diskussion im Ständerat wird morgen fortgesetzt. In der Ukraine hat die Opposition die Gespräche mit den Machthabern abgebrochen. Es gebe keine Basis mehr für einen Dialog. Nach Abbruch der Gespräche blockierten die Anhänger von Viktor Juschenko erneut die wichtigsten Regierungsgebäude in der Hauptstadt Kiew. Am Abend durchbrachen mehrere hundert die Absperrungen und versammelten sich direkt vor dem Parlament. Juschenko wies den Vorschlag seines Kontrahenten Janukowitsch zurück. Sie sollten beide auf das Präsidentenamt verzichten. In der US-Regierung von George Bush kommt es zu einem weiteren Rücktritt. Jetzt nimmt der Minister für Innere Sicherheit, Tom Ridge, den Hut. Ridge an einer Medienkonferenz vor einer Stunde. Er trete aus familiären Gründen zurück, erklärte der 59-Jährige. Zum Minister für Innere Sicherheit wurde Ridge unmittelbar nach dem 11. September. Das neu geschaffene Ministerium mit 180.000 Mitarbeitern soll verhindern, dass sich Anschläge wie die auf das World Trade Center wiederholen. Wen Präsident Bush als Nachfolger von Tom Ridge ernennt, ist noch offen. Sechs
Selbstloser Kampf gegen AIDS. Warum die Schweizerin Lotti Latrus ihr komfortables Luxusleben gegen die Slums von Abidjan eintauschte. Später in 10 vor 10. Der Technologiekonzern Unaxis, einst aus Oerlikon und Bürle hervorgegangen, baut weltweit 500 Stellen ab, 400 davon in der Schweiz. Die Herstellung von Halbleitern und von Flachbildschirmen trifft es diesmal hart. Beat Bieri über einen bröckelnden Konzern. Der Technologiekonzern Unaxis ist und bleibt eine Baustelle, wo seit Jahren um und vor allem abgebaut wird, wo Manager kommen und gehen. An der heutigen Medienkonferenz bereits nicht mehr im Bild, Konzernchef Heinz Kundert, ganze 2,5 Jahre im Amt. Verwaltungsrat Harald Eckers ersetzt Kunder interimistisch. Eine von Eckers neuen Aufgaben, einen Käufer zu finden für den Unternehmensbereich Display, wo Flachbildschirme mit Verlust produziert werden. Tja, ich bin jetzt hier kein Spurenfinder in der Vergangenheit. Tatsache ist, dass die Unaxis gerade im Bereich Display sehr viel Geld verloren hat. Und dieses, sag mal, müssen wir jetzt stoppen. Der eigentlich schmerzhafte Schnitt jedoch, der Abbau von 500 Arbeitsplätzen, davon 400 in der Schweiz und Liechtenstein. Die gesamte Produktion der Hammer Unaxis-Tochter ESEC wird nach Asien verlagert. Die Begründung des Unaxis-Präsidenten? Erstens einmal, sämtliche Kunden, oder über 80% der Kunden von ESEC sind in Asien. Also unsere Kunden verlangen die Nähe von ihren Ausrüstern zu sich selber. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund hat natürlich zu tun mit den Kosten, die wir heute nicht nur in der Schweiz, sondern in Westeuropa ganz allgemein haben, dass wir hier mit unseren Wettbewerbern, die asiatische Firmen sind, nicht mehr kompetitiv sind. Die Hame ESEC produziert Automaten für die Halbleiterherstellung. Diese Produktion mit 330 Stellen wird in den nächsten 3 Jahren nach Asien verlegt. Unaxis hat ESEC erst im Jahr 2000 mehrheitlich übernommen. Und seither geben sich hier die Top-Manager die Klinke in die Hand. 4-mal wechselte in diesen 4 Jahren der ESEC-Chef. Ein Zeichen dafür, dass es Unaxis an Klarsicht darüber mangelt, wohin es mit ESEC gehen soll. Das Management, wenn man den Wechsel anschaut, jetzt von den letzten paar Jahren, da ist von Vertrauen kann man da an sich nicht im Grossen reden. Ich habe meine Meinung gebildet und habe selber gekündigt. Und den Grund kann man sich jemand denken. Das Vertrauen, das eigentlich fehlt. Aber das hat nicht nur mit ESEC zu tun, ich denke, das hat auch mit dem Unaxis-Konzern allgemein zu tun. Unaxis, das war einst Oerlikon Bürle, ein Mischkonzern, der Waffen produzierte, aber auch Pilatus-Flugzeuge. Zu Oerlikon Bürle gehörte der Schuhhersteller Bally, gehörten Immobilien und Hotels. Einst, in den 80er Jahren, arbeiteten 37.000 Menschen für den Konzern. Heute sind es noch 6.500. Emil Bühle machte das Unternehmen vorab mit Waffengeschäften groß. Mittlerweile hat sich die Familie aus Leitung und Verwaltungsrat verabschiedet, wenngleich sie mit gut 20% größte Aktionärin geblieben ist. Verwaltet wird das Familienerbe in der Zürcher Bühle Privatbank IHAG von Gratian Ander, dem Enkel des Firmengründers. Links im Bild. Ein Familiensprecher ließ gegenüber 10 vor 10 einzig verlauten, die neueste Restrukturierung sei ein Schritt in die richtige Richtung. Eine eindeutige Richtung hatte in den letzten 4 Jahren der Kurs der Unaxis-Aktie steil hinunter, von 500 auf heute 120 Franken. Warum bloß kommt Unaxis auf keinen grünen Zweig? Es ist in der ganzen Industrie ist das so gegangen, nach dem Jahr 2000, wo nachher doch ein erheblicher Rückgang war. Aber 70% von Unaxis sind gesund. Im Kanton Zug baut nicht nur ESEC Arbeitsplätze ab. Heute wurde bekannt, dass der Lebens- und Pflegemittelkonzern Unilever 87 Arbeitsplätze abzieht und ins schaffhausische Thayngen verlegt. Die Börsendaten. An der Wall Street steht der Dow Jones Index auf 10.428 Punkten, 0,5% tiefer als gestern. Der Nasdaq mit dem gleichen Verlust auf 2097 Zählern. Der Swiss Market Index minus 1,4%, 5.444 Punkte. Der Euro heute gehandelt zu 1,5149 und der Dollar zu 1,1397. Mit großem Enthusiasmus hatte Phonak-Chef Andy Ries vor 4 Jahren sein Radteam auf die Rennstraßen dieser Welt geschickt. Jetzt sieht es düster aus. Phonak bekommt keine Lizenz für die sogenannte Pro Tour. Und das heißt, man kann an den wichtigen Rennen vermutlich nicht starten. Das macht den Chef des Hörgeräteherstellers Phonak ziemlich wütend. Mario Poletti. Das Phonak-Werbevideo gedreht in besseren Tagen. Ein lachender Chef Andy Ries, mit Leib und Seele dem Radrennsport verfallen.
Heute aber verweigerte der Radweltverband FONAC die Lizenz, vor allem wegen seinen Dopingfällen. Ein harter Schlag. An der Pressekonferenz heute Abend fand der sonst wortgewandte Andi Ries kaum Worte. Es ist so, es brodelt in mir natürlich ganz klar, ganz gewaltig. Wir verstehen diese Entscheidung in dem Sinne überhaupt nicht. Wir finden total unverhältnismäßig, unverständlich. Und wir finden, wir haben kein Rechtsgehör gehabt. Ries wollte die Dopingentscheide im Zusammenhang mit seinen Fahrern Hamilton und Perez nicht akzeptieren. Ries legte sich mit dem Radweltverband an und setzte ein eigenes Wissenschaftlergremium ein, um die Testmethode des Verbandes zu überprüfen. Jetzt kam offenbar die Retourkutsche des Radweltverbandes. Und Ries fand mittlerweile deutliche Worte. Sagen Sie mal so, schau, der größte Fehler, den Sie haben, ist, dass es einen Andi Ries gibt, okay? Das ist der größte Fehler. Gäbe es den nämlich nicht, dann hätten wir auch nicht das Team diskutieren. Und dann müssen Sie nämlich die Persönlichkeit von einem Ries diskutieren, der eben nicht ein Kuscher ist, nicht? Und ein Arschlecker. Sorry, to say that. Trotz der Kampfansage, Ries hatte Ende letzter Woche versucht einzulenken und Tyler Hamilton sowie Santiago Perez entlassen. Zu spät für den Radweltverband. Aber Sie würden für all Ihre Fahrer die Hand ins Feuer legen? Ich kann nicht für alle Fahrer die Hand ins Feuer. Ich glaube, dass die meisten bemüht sind, ganz sicher ehrlich zu fahren. Aber ich kann nicht die Hand für die Leute ins Feuer legen. Ich weiss nicht, was ein Fahrer irgendwo irgendwie macht, mit wem er es macht. Das kann ich nicht machen. Wir haben da keinen irgendwo einen Gulag, wo die alle miteinander zusammenhocken, oder? Aber wir können mit den Fahrern reden und ihnen klar machen, was es ist. Oder? Und wir werden nächste Woche, wenn alle wieder da sind, oder? Ist das natürlich ein Hauptthema. Ein anderes Thema wird sein, wo das FONAC-Team überhaupt noch an den Start gehen darf. Denn ohne Lizenz kann FONAC an den Rennen der Pro-Tour-Serie des Weltverbandes nicht teilnehmen. Ob zur Pro-Tour-Serie auch die Tour de France, der Giro und die Vuelta dazugehören, wird nächsten Donnerstag bekannt. Das ist jetzt das Ende vom FONAC-Team. Nein, das ist nicht das Ende vom FONAC-Team, weil es gibt natürlich nach wie vor Hoffnung. Nur, wenn das Team nicht in eine grossen Rundfahrten fahren kann, dann können wir die Fahrer nicht halten. Wenn wir die Fahrer nicht halten können, können wir nicht in eine grosse Rundfahrt fahren. Und somit ist das dann sehr wahrscheinlich ein Auslaufmodell, ist ganz klar. Ein Hoffnungsschimmer besteht noch. FONAC könnte von den Veranstaltern der großen Rundfahrten auch ohne Lizenz eingeladen werden, mit einer sogenannten Wildcard. Kofi Annan nennt sie eine wirkliche Massenvernichtungswaffe. Und er hat recht, denn sie hat allein dieses Jahr 2,3 Millionen Menschen getötet. Die Krankheit AIDS. Morgen ist Welt-AIDS-Tag. Und wenn ich Ihnen sage, dass weltweit fast 40 Millionen Menschen infiziert sind und dass in Schwarzafrika 25 Millionen Menschen den AIDS-Tod erwarten, werden Sie denken, das ist schlimm. Doch die Realität hinter diesen grauenvollen Statistiken kann sich wohl niemand so recht vorstellen. Lotti Latrus lebt für den Kampf gegen das AIDS-Elend in den Elendvierteln von Abidjan in der Elfenbeinküste. Das Leben als Frau eines Nestle-Direktors in Westafrika mit Koch, Chauffeur und Swimmingpool hat sie eingetauscht gegen die Arbeit für Menschen, die in schlimmsten Verhältnissen sterben. Zurzeit ist Lotti Latrus in der Schweiz. Seit den wahllosen Angriffen auf Weiße vor 4 Wochen konnte sie nicht in ihren Sterbehospizen in Abidjan arbeiten. Doch sie will so schnell wie möglich zurück. Elvira Stadelmann über die Frau, die AIDS persönlich nimmt. Lotti Latrus auf dem Weg zur AIDS-Hilfe Schweiz. Sie, die an der Elfenbeinküste AIDS-Kranken hilft, staunt, dass sich in der Schweiz noch immer 2 Menschen täglich neu mit HIV anstecken. Prävention in der AIDS-Hilfe ist eines der dringendsten Themen, auch bei ihr. Wir probieren Prävention zu machen. Nur haben wir natürlich das grösste Hindernis bei uns, ist die Armut. Weil, wenn ich immer sage, kaufen Sie mal ein Präservativ, und dann sagen mir die Leute, wir haben nicht einmal Geld, um einen Teller Reis zu kaufen oder um ein Stück Brot zu kaufen. Und dann kann ich nicht mit meiner grossen, schönen Theorie kommen und sagen, kaufen Sie uns ein Präservativ. Aufklärung tut Not. Dementsprechend interessiert ist Lotti Latrus an den Kampagnen der AIDS-Hilfe Schweiz. Besonders gefallen ihr die Plakate, die ohne Worte zeigen, wie wichtig Kondome sind. 2 der Plakate will sie in Abidjan an die Wand des Ambulatoriums pinnen. Seit 6 Jahren sind die Slums von Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, ihre Welt.
Hier leben 20.000 Menschen. Viele sind an AIDS erkrankt und werden ausgestoßen und geächtet. Lottie Latrouse kümmert sich hauptsächlich um HIV-positive Kinder und deren Mütter. Aus eigenen Mitteln und aus Spenden hat sie ein Ambulatorium und ein Sterbehospiz aufgebaut. Täglich ist die Krankenschwester mit dem Tod und dem Sterben konfrontiert. Hier lebt sie unter einfachsten Bedingungen. An ihre Familie, den Ehemann und die drei Kinder, die in Kairo und in der Schweiz leben, erinnern lediglich Fotos an der Wand. Vom angenehmen Leben als Managerin-Gattin hat sie sich verabschiedet und radikal gebrochen. Wenn man auch zur gleichen Zeit in die Slums hineinkommt und die Armut sieht und die Ungerechtigkeit sieht und merkt, dass es einfach nicht mehr so weitergehen kann, dass ich einfach nicht mehr weiter kann in meinem Swimmingpool gehen, zwei Stunden lang schwimmen und nachher von meinem Koch mit weißen Händchen kann meinen Gin Tonic servieren lassen, währenddem das kleine Kind sterben. Und dann fängt es eben an und dann sagt man, was ist eigentlich los? Ich kann einfach nicht mehr so weiterleben. Seit den jüngsten Unruhen Anfangs November ist auch das Ambulatorium und das Sterbehospiz bedroht. Rebellen riefen zur Gewalt auf, zogen plündernd durch die Straßen und fackelten Häuser von Weißen ab. Viele flüchteten in die alte Heimat. Lottie Latrouse ließ sich nur schwer überzeugen, dass eine vorübergehende Heimkehr das Beste ist. Nach einem Besuch in Kairo bei ihrem Mann und ihrer Tochter weilt Lottie Latrouse nun bei der Familie der Schwester in Regensdorf. Auch der Bruder ist zu Besuch. Trotz der Wiedersehensfreude ist Lottie unruhig. Sie fühlt sich unnütz und meint, wertvolle Zeit zu vertun. In ihrer Abwesenheit sind im Hospiz zwei Kinder gestorben, ein Baby und die 12-jährige Ida. Lottie glaubt, sie im Stich gelassen zu haben. Weißt du, das Kind, das 12-jährige Mädchen, das stirbt, das hat so viele Fragen. Dann muss man helfen, sterben. Dann muss man sagen, los, du kommst in eine Welt, wo es kein Leiden mehr gibt, wo es keine Schmerzen mehr gibt. Das Kind hat 12 Jahre lang gelitten. Das war so spindeldürr gewesen, das ist vielleicht was. 12 Kilo schwer für ein 12-jähriges Mädchen. Und dass ich jetzt nicht haben konnte, dort neben dir zusitzen, mit ihren im Arm, weißt, ich bin ja manchmal nächtelang neben diesen Kindern zu. Und sage, du wirst ein Engel, du wirst ein Stern, du wirst ein Christkind. Sie hätte nicht mehr können, alleine. Das Treffen ist emotional auffühlend. Die Geschwister spüren, dass Lottie bald möglichst wieder nach Abidjan will. Gleichzeitig sind sie besorgt. Vor allem auch machen wir uns Sorgen, wenn wir so Sachen von der Unruhe hören, was jetzt in letzter Zeit natürlich sehr häufig in den Medien war, was wir mitbekommen haben, da, wo wir gesehen haben überall. Und dann ist natürlich schon, fragen wir uns vor allem, wie es ihr geht und so. Aber sonst, das Jahr durch eigentlich, wenn sie tun schafft, wir denken aneinander. In Mails berichten Bekannte über die neueste politische Entwicklung an der Elfenbeinküste. Die Lage ist noch immer problematisch. Und doch? Also im Prinzip gehe ich am 19. Dezember zurück. Ich hatte einen Flug, der ist zwar aufgehoben worden, wegen Air France nicht mehr fliegt, aber... Aber die Situation ist nach wie vor instabil. Haben Sie keine Angst? Nein, ich will jetzt einfach zurück. Ich hätte viel mehr vor mir Angst, vor mir selber Angst, wegen meiner Fähigkeit, wenn ich jetzt nicht runterging, weil ich Angst hätte. Ich habe keine Angst, wissen Sie. Ich habe keine Angst mehr in meinem Leben. Die Kraft für ihre Arbeit gebe ihr Gott und das Wissen darum, dass sie nirgends so dringend gebraucht wird wie in den Slums von Abidjan. Am morgigen Welt-AIDS-Tag findet auf dem Bundesplatz in Bern eine Manifestation statt unter dem Motto «Afrika braucht Medikamente jetzt». Ein schwerer Sturm hat auf den Philippinen über 340 Menschen das Leben gekostet. Sie starben bei Erdrutschen und Überschwemmungen. Die meisten Opfer sind in der Region Quezon, rund 70 Kilometer östlich von Manila, zu beklagen. Weil viele Straßen überflutet sind, fallen die Rettungs- und Hilfsaktionen besonders schwer. Bereits vergangene Woche fegten heftige Stürme über die Philippinen und Entspannung ist nicht in Sicht. Die Meteorologen erwarten in den kommenden Tagen einen weiteren Taifun. Das Wetter bei uns. Morgen Vormittag ist es beidseits der Alpen bewölkt. Im Westen und Süden gehen Schneeschauer nieder. Am Nachmittag wird es in den Alpen und im Norden sonniger. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 8 Grad. Am Donnerstag noch einmal Tropfen, danach bis zum Wochenende trocken und vor allem in den Alpen recht sonnig. Gleich nach unserer Sendung folgt auf SF1 der Ziehstichsclub. Heute zum Thema die totale Überwachung, Horrorvision oder Realität. Danke fürs Zuschauen und guten Abend. 10 vor 10. Morgen wieder mit Stefan Klapproth.